Mein Name ist Raoul Krauthausen. Ich bin Gründer der Sozialhelden, ein gemeinnütziger Verein, der sich seit 5 Jahren mit dem Thema Inklusion und Barrierefreiheit von Menschen mit Behinderung, für Menschen mit Behinderung beschäftigt. Wie konkret verändern Sie dabei die Gesellschaft? Wir tun das auf verschiedenen Ebenen. Auf der einen Seite durch die Online-Plattform wheelmap.org, wo wir Betroffenen dabei helfen, dass sie ihre Nachbarschaft bewerten können, ob sie rollstuhlgerecht ist oder nicht. Aber auch durch mediale Aufklärung von Journalisten und Medienhäusern, wie sie vorurteilsfrei über Menschen mit Behinderung berichten können. Was denken Sie, zeichnet einen Changemaker aus? Ich glaube, ein Changemaker ist jemand, der einfach nie zufrieden ist. Jemand, der gerne Dinge verändern möchte, die er glaubt, beeinflussen zu können. Aber gleichzeitig auch jemand, der versucht, das große Ganze zu sehen und nicht auf seinen eigenen Profit hinarbeitet. Das große Ganze, Thema Machbarschaft. Was denken Sie persönlich, wie man das Thema Machbarschaft noch breiter in die Bevölkerung bringen könnte? Was wünschen Sie sich für das Thema Machbarschaft? Also die Deutschen sind ja ein Volk, das immer ganz gerne voller Bedenkenträger ist. Und was ich an dem Wort Machbarschaft also schön finde, ist, dass einmal das Wort machbar drin vorkommt, aber auch das Wort Nachbar irgendwie. Und wir einfach vielleicht eher versuchen sollten, die Dinge, die gehen, zu verändern, anstatt immer zu überlegen, warum Dinge nicht gehen. Und ich finde es ganz spannend, auch so gerade im Kontext der Innovation, gilt ja zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika als Innovationsführer. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass der Europäer oder der Deutsche eher Angst davor hat, einen Fehler zu machen. Aber zum Machen gehört eben auch Scheitern. Und nur wer bereit ist zu scheitern, ist auch in der Lage, etwas zu machen. Wo kann jeder im kleinen Alltag was tun und wo könnte man beginnen, was zu verändern? Es gibt ja im Internet unzählige Datenbanken, wo man sich alles engagieren kann, wo Bedarfe sind. Man kann aber auch überlegen, ob man selber etwas gründet, und da empfehle ich ganz gerne Literatur. Eine Literatur, die sehr gut ist, nennt sich Phase Null. Einfach mal in einer Online-Buchhandlung des Vertrauens danach suchen. Und dann natürlich Datenbanken wie Better Place oder auch die Aktion Mensch Ehrenamtsdatenbank. Das sind so die größten Datenbanken, die ich kenne, wo Unternehmen oder auch gemeinnützige Einrichtungen Bedarfe einstellen, wo man sich dann engagieren kann.